Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA EA Sports Update Video Statement. Genau, das Video hätte eigentlich gestern schon kommen sollen, aber mein PC wurde gecrashed. Ich konnte 24 Stunden meinen PC nicht aufdrehen. Trotz allem bin ich davon überzeugt, dass ich noch den einen oder anderen Hasen von euch da aufklären kann. Für diejenigen, die noch überhaupt gar nicht Bescheid wissen, schaut einfach in die Videobeschreibung. Ich habe euch chronologisch geordnet. Es gibt nämlich schon zwei Videos. Schaut euch das an, dann wisst ihr Bescheid. Im letzten Video gab es ein Mini-Statement. Jetzt hat die EA Sports ein ausführliches Statement veröffentlicht. Hier nur kurz eine kleine Information, Leute. Dankeschön für 6100 Follower auf Twitter. Twitter. Ciao, Leben. Ich meinte Twitch natürlich. Ich werde fast zeitgleich mit Veröffentlichung dieses Videos auf Twitch streamen. Ich habe noch 30 Spiele Weekend League vor mir. Ciao, Leben. Aber jetzt gehen wir rein ins eigentliche Thema. Sobald ihr den Daumen nach oben gegeben habt, danke euch. Ich habe euch das irgendwie... Coolerweise konnte ich das durch Rechtsklick auf Deutsch übersetzen, sonst wäre ich ein bisschen lost gewesen. Aber Leute, hier könnt ihr sehen, ein Update zu unserer Untersuchung von Spielergegenständen. Ne? Ich muss euch noch eines sagen, ich habe es noch gar nicht gelesen. Vielleicht gibt es das ein oder andere Thema, auf was ich dann sofort reagieren kann. Ich möchte einfach unvoreingenommen da reingehen und deswegen schießen wir jetzt mal los. Ein Update zu unserer Suchung von Spielergegenständen. Ne? Anfang dieser Woche wurden wir auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit hochbewerteten Inhalten, ne, im FIFA Ultimate Team aufmerksam gemacht. Wir haben erfahren, dass Foot-Gegenstände einzeln Konten gewährt wurden, die sie nicht durch das Gameplay verdient haben. Das heißt, durch Öffnen eines Packs, Kaufen über den Transfermarkt, Abschließen einer Belohnungsherausforderung, zum Beispiel SBC-Abschluss oder eines anderen Engagements, zum Beispiel Anzeigen einer Twitch-Sendung. Es scheint, dass ein oder mehrere EA-Konten, die entweder kompromittiert wurden oder von jemandem innerhalb von EA unangemessen verwendet wurden, direkt zu diesen einzelnen Konten berechtigt sind. Während eine umfassende Untersuchung durchgeführt wird, wollten wir ein Update zu diesem Problem veröffentlichen, einschließlich dessen, was wir bisher gelernt haben. Eines Überblicks über den Prozess der Gewährung von Foot-Inhalten und der Maßnahmen, die wir zur Lösung dieses schwerwiegenden Problems ergreifen. Das angebliche Verhalten ist inakzeptabel und wir dulden in keiner Weise die Gewährung oder den Kauf von Spielergegenständen gegen Geld. Grüße gehen raus an die FIFA Points. Diese Vorgehensweise widerspricht der Wettbewerbsintegrität des Spiels, stellt einen Verstoß gegen die Benutzervereinbarung von EA dar und wird von uns nicht toleriert. Wir erlauben den Handel oder Verkauf von Gegenständen außerhalb unseres Spiels aus vielen Gründen nicht, einschließlich der Tatsache, dass dies nun ein ungleiches Spielfeld für unsere Community schaffen würde. Auch Grüße gehen raus an die FIFA Points. Unsere erste Untersuchung zeigt fragwürdige Aktivitäten mit einer sehr kleinen Anzahl von Konten und Posten. Obwohl es sich nicht um eine große Zahl handelt, ist diese Aktivität inakzeptabel, wenn sich diese Behauptungen herausstellen. Wir möchten unseren engagierten Community-Mitgliedern dafür danken, dass sie uns so schnell auf das Problem aufmerksam gemacht haben. Lassen Sie uns als nächstes klarstellen, was jetzt passieren wird. Wenn unsere Untersuchung abgeschlossen ist, werden wir gegen jeden Mitarbeiter vorgehen, bei dem festgestellt wurde, dass er an dieser Aktivität beteiligt war. Alle durch diese illegale Aktivität gewährten Gegenstände werden aus dem Foot-Ökosystem entfernt und EA verbietet dauerhaft jeden Spieler, von dem bekannt ist, dass er auf diese Weise Inhalte erworben hat. Das ist eine harte Strafe, aber ich muss ehrlich sagen, wer erwischt wird, der verdient das nicht anders. Unabhängig von diesen Maßnahmen wissen wir zu schätzen, wie wichtig dies für alle unsere Spieler ist und wir entschuldigen uns für die Auswirkungen dieser unangemessenen Zuschüsse innerhalb der Community. Wir wissen auch zu schätzen, wie ärgerlich und frustrierend es ist, dass diese Praxis von EA stammt. Wir sind auch wütend. Wir wissen, dass das Vertrauen unserer Gemeinschaften schwer verdient ist und auf Prinzipien des Fairplay basiert. Dass das Vertrauen unserer Community-Gemeinschaft schwer verdient ist. Schwierig. Diese illegale Aktivität erschüttert dieses Vertrauen. Seit der Gründung des Ultimate Team war uns auch klar, dass Gegenstände nicht außerhalb unseres Spiels ausgetauscht werden können. Dies ist der Schlüssel, um unser Spiel vor Manipulationen und schlechten Schauspielern zu schützen. Dies ist ebenfalls ein Verstoß gegen dieses Prinzip und wir werden es nicht stehen lassen. Allein aus diesem Text merkt man schon eine gewisse Wut von EA, aber es ist absolut verständlich. Da werden definitiv Köpfe rollen und ich möchte gar nicht in der Chefetage sitzen und ein Praktikant sein. Was ist Inhaltsgewährung? Okay, lassen Sie uns auch über die Gewährung von Inhalten sprechen, was es ist und warum wir es tun. Denn tatsächlich passiert es die ganze Zeit aus den richtigen Gründen. Das Gewähren von Inhalten ist der Prozess, bei dem bestimmte Gegenstände im Spiel direkt an ein bestimmtes Spielerkonto verteilt werden. Dies unterscheidet sich von einem Punkte- oder Packzuschuss und erfolgt normalerweise in Form eines bestimmten Einzelartikels. In der FIFA kann dies ein Spieler
ein Trikot oder ein Verbrauchsmaterial sein. Sofern sie nicht ausgestellt werden, um verlorene Inhalte zu ersetzen, haben sie normalerweise die Form von nicht handelbaren Gegenständen, was bedeutet, dass sie keinen Tauschwert im Spiel haben, also untradable Spieler, untauschbare. Sie können nicht auf den Transfermarkt zum einlösbaren Wert angebotener und nicht mit anderen Spielern geteilt werden. Es gibt einige Szenarien, in denen wir Inhalte gewähren, die nicht durch das Gameplay erworben oder erworben wurden. Die drei am häufigsten vorkommenden sind: weltweite Kundenerfahrung. Manchmal löschen Spiele versehentlich Inhalte, sie gehen aufgrund technischer Probleme verloren oder wir haben auf unserer Seite einen Fehler gemacht, bei dem einem Spieler Inhalte als Nachbesserung gewährt werden. In diesen Fällen überprüft unser Customer Experience Team das Konto eines Spielers, stellt fest, ob einer dieser unglücklichen Umstände eingetreten ist und gewährt dann den entsprechenden Inhalt. Testen und QV. Das zweite Szenario, in dem Inhalte gewährt werden können, dient dem Testen und der Qualitätsprüfung. Angesichts des Umfangs und der Komplexität der Erfahrung von FIFA und Ultimate Team ist es wichtig, dass wir verstehen, wie Gegenstände funktionieren und miteinander interagieren. Nicht nur im Spiel, sondern in allen anderen Systemen des Spiels. Das heißt Chemie. Meistens geschieht diese Vorgehensweise auf dezidierten Testservern, die für unsere Global Player nicht sichtbar sind. Manchmal müssen wir jedoch in der Live-Umgebung testen, um die Verwendbarkeit des Inhalts sicherzustellen, wenn er live übertragen wird. Dies geschieht ausschließlich zur Qualitäts- und Stabilitätssicherung und wir haben spezielle Testkonten für diesen Zweck. Drittens, Gewährung von diskretionären Inhalten, Athleten, Partner und Mitarbeiter. Die Welt des Fußballs treibt unser FIFA-Spiel an und oft möchten wir Beiträge anerkennen, die von bestimmten Profifußballern, prominenten Partnern und sogar von unseren eigenen Mitarbeitern geleistet wurden, um es voranzutreiben. Manchmal tun wir dies durch die Gewährung von Ingame-Inhalten. Partnern oder Mitarbeitern nach freiem Ermessen gewährten Posten sind immer nicht handelbar und können nur von dem Konto verwendet werden, dem sie ursprünglich gewährt wurden. Wir verwenden diesen Ermessungsprozess nicht, um professionellen Videospiel-Influencern Inhalte zu gewähren. Die Summe der Gegenstände, die in diesen drei Szenarien zusammen gewährt werden, beträgt weniger als 0,0006% der gesamten Spielergegenstände im FIFA 21 Ökosystem. Diese Zuschüsse haben keinen Einfluss auf die Gewinnchancen eines Spielers im Ökosystem, der diese Spieler nicht erwirbt. Sie haben keinen Einfluss auf das Gesamtvolumen der verfügbaren Inhalte und allen gewährten Inhalte sind nicht handelbar und haben keinen zugehörigen Münzwert. Offensichtlich liegen in diesem Fall behaupteten Handlungen weit außerhalb dieser legitimen Szenarien für die Gewährung von Inhalten. Was passiert jetzt? Wir haben eine strenge Untersuchung eingeleitet, um einzugrenzen, wie dies geschehen sein könnte, um diejenigen Konten zu identifizieren, die durch diese illegale Methode Inhalte erhalten haben. Wir werden alle Konten, bei denen festgestellt wurde, dass sie schädlich übertragene Artikel erhalten haben, dauerhaft sperren und alle nach eigenen Ermessen gewährten Inhalte auf unbestimmte Zeit aussetzen. Wir schätzen erneut das Engagement und die Unterstützung der FIFA-Community bei der Ermittlung dieses Problems und werden im Verlauf der Untersuchung weitere Aktualisierungen bereitstellen. Das EA Sports FIFA Team. Ja, Leute, das ist ein sehr, sehr ausführliches Statement. Das ist ja schon fast wie ein Mini-Podcast, also ihr müsst gar nicht mehr hinschauen. Ich habe euch das alles so gut es geht vorgelesen. Aber ja, Leute, wie es der gute Daredevil schon sagt, diese Spieler wirst du nie wieder auf dem Markt sehen. Pelé, Ronaldo, Rulet, Ronaldinho. Und deswegen, auch hier, das dritte Mal, im dritten Video appelliere ich an EA, macht wie vor 2 oder 3 Jahren Icon SBC und dann noch die Icon Moments Upgrade SBC. Und Daredevil schreibt es schon, solange solche Spiele nicht verfügbar sind, wird es immer jemanden geben, die damit Geld verdienen wollen. Bitte tun sie etwas dagegen. Ganz genau, +1, Leute. Und ja, ich habe ganz kurz schon angeschnitten, Chat. Ich begrüße das, dass die Konten gesperrt werden. Erstens verstößt das gegen die AGBs. Es ist immer noch, das kam nicht direkt von EA. Es ist zwar jemand, der in dieser Firma arbeitet, aber trotz allem wurde das nicht von EA Sports autorisiert. Und deswegen begrüße ich das, wenn die mitmachen und erwischt werden, werden sie dementsprechend bestraft und entweder gebannt oder sogar permanent gebannt. Aber was ist da eure Meinung, Chat, Leute? Schreibt das gerne in die Kommentare. Hier ist zum Beispiel, weil ich habe das nämlich auch gelesen, hier ist zum Beispiel von Team Kalation, ich habe das nämlich auch auf Twitter sehr, sehr oft gelesen, dass sich viele echauffieren, dass jetzt die Spieler da auch mitgebannt werden. Aber liest mal, absurd, dass kritisiert wird, dass EA die Käufer bannt. Wie kommt man darauf, dass es unfair sei? Es wurde wissentlich gegen AGB verstoßen, um geltende Systeme zu umgehen. Aber EA hat das verkauft.
Nein, kompromittierende EE-Mitarbeiter haben illegal im eigenen Namen gehandelt. Und Mokke hat das so geschrieben, kann man so und so sehen, ein Mitarbeiter handelt immer im Namen bzw. im Auftrag des Unternehmens. Da muss ich auch widersprechen, weil das war ja nicht im Auftrag des Unternehmens. Das war auf die eigene Hand. Nein, das ist nicht so, insbesondere nicht, wenn es außerhalb der üblichen Kommunikationswege stattfindet. Da schreibt aber wieder jemand, er hat nicht im Namen von EE gehandelt, EE ist für seine Mitarbeiter verantwortlich. Aber für uns als Community ändert sich nichts. Die Icons werden jetzt nicht dadurch erreichbarer, da wird es eine Strafe geben und das war's. Das ist richtig. Dementsprechend wird es Sanktionen geben. Der Käufer ist aber ebenso schuldig wie der Verkäufer. Den Frust über EE, den ich 100% verstehe, als Freibrief für die Käufer zu nehmen, ist abenteuerlich. Das tun aktuell einige. Ja, die Käufer sind Mittäter, ganz klar. Ich glaube, das vergessen einige dabei. Das Problem ist ja ganz einfach, dass du diese 4 bis 5 Monatskarten wahrscheinlich niemals spielen kannst, es sei denn, du hast mal mega Glück und das snaps hier eine nach Wochen. Oder EE bringt die SBC. Aber ja, Leute, alleine schon in diesem Beitrag sieht man, wie zwiegespalten die Meinung diesbezüglich ist. Aber was sagt ihr zu den Ganzen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, ich streame parallel, wo das Video jetzt gerade online kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann später nochmal. Sobald ein Update raus kommt bezüglich Statements oder irgendwelche Neuerungen, poste ich euch das selbstverständlich auch nochmal. Abonniert gerne den Kanal. Kuss geht raus. Ciao, Bella.